Aus irgendeinem Grund faszinieren uns Survival-Geschichten, Survival-Stories oder genauso auch Survival-Filme. Und okay, die sind aber auch echt verdammt gut. Feuer! Und jetzt sehr aktuell haben wir auch Survival-Serien lieben gelernt. Ja! Ja! Und genauso im echten Leben sehen wir immer wieder, wie es manche Menschen schaffen, über sich hinauszuwachsen, zu überleben und andere es eben nicht schaffen oder abbrechen. Aber ja, woran könnte das liegen? Was ist der Unterschied zwischen diesen Menschen? Und ja, ich hoffe nicht, dass es an den Survival-Fähigkeiten oder Kenntnissen liegt, weil dann müsste ich das Video hier direkt abbrechen. Also, trockenes, wo wächst das? Wo finden wir jetzt trockenes Holz? Auf dem Boden. Nein. Ich frage am besten direkt einfach Otto, oder? Er war unser Truppführer in Finnland und ist der Seven vs. Wild Gewinner aus der zweiten Staffel. Was würdest du sagen, ist das Wichtigste, wenn es um Survival geht? Das Mindset, auf jeden Fall. Ja, okay. Kannst du noch ein bisschen mehr sagen? Ja, warum ist Mindset wichtig? Also wenn ich bei mir auf die Laufbahn schaue und so Einsätze oder Lehrgänge oder Zusammenarbeit mit Spezialkräften, Auswahlverfahren, dann gewinnen am Ende immer die oder schaffen das, die vom Kopf am stärksten sind. Das sind nicht die Top-Athleten. Ja, okay, krass. Oder sagst du jetzt gerade nur, weil das ein Psychologie-Video ist? Meinst du das echt so? Nein, natürlich nicht, nur weil es ein Psychologie-Video ist, aber die Psyche, egal in welchen Lebenslagen ich bin und nicht nur Survival, entscheidet, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Also die Psyche entscheidet und da kenne ich mich ja zufälligerweise wieder ein wenig aus. Schauen wir uns also heute an, wieso ein Knossi oder ein Sascha fast ohne Vorerfahrung es so weit bei Seven vs. Wild geschafft haben. Dann natürlich auch, wie ihr in solchen Ausnahmesituationen am besten überleben könnt. Und vielleicht das Beste, alles, was ich euch heute erzähle, sind grundsätzlich psychologische Weisheiten fürs Leben. Ja, deswegen viel Spaß und let's go! 1986, einmal bitte so Seegeräusche im Hintergrund. Perfekt. 1986 ist im Pazifik ein Fischerboot in der Nähe von Hawaii gesunken. Und Soundeffekt. Scheiben. Die Crew hat sich daraufhin auf zwei aneinander gebundene Rettungsboote aufgeteilt. Sie hatten in beiden Booten die exakt gleiche Ausstattung und Grundvoraussetzung. Nach 2 Wochen auf dem Meer wurden sie dann endlich gerettet, aber mit folgendem drastischen Unterschied. Die in dem einen Boot waren am Ende alle am Leben und körperlich relativ fit, sind also alle ohne Probleme selbst aufs Boot gekommen. Bei den anderen ist der Kapitän einen Tag zuvor verstorben und alle übrigen waren körperlich völlig am Ende. Man sieht's, sie waren zu schwach, um von alleine aufs Boot zu kommen. Keine Sorge übrigens, das waren alles nachgestellte Szenen. Krass, wie viel Aufwand für ein YouTube-Video. Also, wie kann das sein? Exakt die gleichen Grundvoraussetzungen und so unterschiedliche Ergebnisse. Otto? Das Mindset. Und zwar hier ganz speziell die sogenannte Kontrollüberzeugung oder im Englischen Locus of Control. Bedeutet, wie sehr bin ich davon überzeugt, dass mein Verhalten die äußere Situation beeinflussen bzw. kontrollieren kann? Ja, was soll ich auf einem Rettungsboot irgendwo auf dem Meer denn auch kontrollieren können? Hier sprechen Psychologen von einer externen Kontrollüberzeugung. Und genau das konnte man bei der Crew in dem zweiten Rettungsboot auch sehr gut beobachten, weil sie dementsprechend auch nichts unternommen haben, sich also nicht geholfen haben. Das erste Raft hingegen hatte eine stärkere internale Kontrollüberzeugung. Und das sah dann vielmehr so aus. Okay, die Situation sieht echt beschissen aus, aber was können wir jetzt tun? Boah, schöpft auf jeden Fall mal das Salzwasser da unten ab, sonst bekommen wir Wunden. Ah, und die... Lass uns das Proviant mal in Essensrationen aufteilen, oder? Seht ihr das Tuch da oben? Kann das als Segel dienen? Unzählige Interviewstudien mit Überlebenden, aber auch Laborexperimente, Feldexperimente haben immer wieder gezeigt, wie wichtig diese Kontrollüberzeugung ist. Auf der einen Seite also die Aufmerksamkeit ganz bewusst immer wieder auf den eigenen Einflussbereich zu legen. Also was kann ich jetzt gerade in dieser aktuellen Situation tun? Was liegt in meiner Kontrolle? Um dann im zweiten Schritt auch entsprechend zu handeln. Entsprechend zu handeln. Otto, das war dein Einsatz. Ja, so ein Tipp oder was ist immer wichtig in so Situationen oder egal in welchen Situationen im Leben, den Fokus nie zu verlieren. Was hilft mir immer? Weil ich bei mir genauso im Büro, gibt es immer Spezialeinheiten, eine sogenannte 3-Minuten-Regel. Hinzugehen und zu sagen, nur 3 Minuten fokussiert zu arbeiten. Warum 3-Minuten-Regel? Wenn du jetzt mal große militärische Operationen siehst, irgendwelche Zugriffe, irgendwelche Dinge, die so ganz wild sind, über die man nicht reden darf, dann interessiert nicht, wann kommt der Helikopter und fliegt uns raus oder was passiert übermorgen, sondern nur die nächsten 3 Minuten. Interessieren. Alles andere lösche ich aus meinem Kopf, aber stelle es erstmal hinten an. Also ein erster Tipp, wenn man in einer akuten Situation ist, die sogenannte 3-Minuten-Regel. Wobei, da muss Otto ja teilweise echt die Krise bekommen haben bei Chef Strobel, oder? Der hatte irgendwie die ganze Zeit nur seine Rahmnudeln am nächsten Wochenende im Kopf. Irgendwie, ich pack's grad nicht mehr. Was meinst du? Das ist so mein Mindset, dass ich Rahmnudeln essen will und jetzt kann ich Scheiße. Ja, Schatz, du hast die ganze Zeit gesagt, wie. Wiederum ein sehr positives Beispiel bei Seven vs. Wild ist Joris gewesen in der 5. Nacht. Es ist mitten in der Nacht, weil der Wellengang heute so extrem ist.
Man kann die Augen nicht schließen. Etwas passiert ihm und trotzdem überlegt er direkt, was kann ich jetzt machen? Das heißt, ich nutze die Zeit, bevor jetzt die Flut kommt, um mein Shelter umzuziehen. So konnte er die Kontrolle über die Situation wieder zurückbekommen. Sabrina zum Beispiel ist in Nacht 6 etwas Ähnliches passiert und sie hat so reagiert. Heute Nacht hat mich die Flut so übermannt, dass mein komplettes Shelter eingebrochen ist. Und seitdem stand ich dann eine Stunde ungefähr da oben auf meinem höchsten Punkt sozusagen. Also das wirklich nur als Momentaufnahme. Grundsätzlich bei externer Kontrollüberzeugung liegt die Aufmerksamkeit eher im Außen. Wir geben uns den Gegebenheiten hin, beobachten eher und im schlimmsten Fall stellen wir uns noch so eine Frage. Warum passiert sowas immer mir? Die Welt hasst mich doch. Ganz, ganz wichtiger Disclaimer an dieser Stelle. Es soll nicht falsch rüberkommen. Ich bin auf gar keinen Fall so ein Typ. Ah, Seven Years Wild ist so easy. Ein bisschen Coconut schlürfen, rumliegen, einfach eine schöne Zeit in den Tropen. Wirklich riesengroßen Respekt an alle 7, die da mitgemacht haben. Ich wag's gar nicht, als Zuschauer aus der Ferne jetzt irgendwie zu beurteilen, wie lange ich da durchgehalten hätte. 7 Tage, erzähl weiter. Aber passenderweise hat Fritz selber über Sabrinas Aus Folgendes gesagt. Das Ganze ein bisschen abgibt und sagt so, nee, pass auf, an mir hat's nicht gelegen, bei mir ist alles gut und so weiter, aber ich hatte jetzt keine andere Wahl und ich schieb so ein bisschen die Verantwortung weg. Also genau das Thema, bei sich zu bleiben, selber Verantwortung für die Situation zu übernehmen. Und wir haben ja auch den Gewinner der 2. Staffel dabei. Nichts gegen dich, Fritz. Otto, was sagst du dazu? Ja, Negativität, ne? Also viele lassen sich mitreißen von negativen Situationen, ergeben sich quasi dieser Situation. Komme ich immer wieder auf das Thema Spezialkräfte natürlich zurück, dass du dich einfach unangreifbar machst von sowas. Das ist halt so. Also einmal die Akzeptanz. Man sagt so schön bei der Bundeswehr immer, nichts ist so beständig wie die Lageänderung. Weißt du? Dann regnet es halt. Dann ist der Plan halt umgeworfen. Dann ist halt dies. Es ist einfach so. Der Plan wird sich einfach immer ändern oder das, was um mich herum passiert. Das hinzunehmen. Das einfach so hinzunehmen, Otto? Ja, sagst du so einfach. Ja, warte, denn genau hier ist der kritische Punkt. Wenn es um einen längeren Zeitraum geht, schlägt man direkt zu Beginn entweder diesen Weg ein oder diesen Weg. Und der Grund ist, wir Menschen lernen. Wow, mindblowing. Wenn wir uns in einer misslichen Lage befinden oder allgemein uns etwas Negatives passiert und wir nicht aktiv in unserem Einflussbereich werden, also wir nicht aktiv etwas dagegen unternehmen, fühlen wir uns darin bestätigt, die Lage nicht beeinflussen zu können. Dadurch wird es wahrscheinlich, dass wir beim nächsten Mal noch weniger gegen die Situation unternehmen. Wir werden weiter bestätigt, wir werden noch passiver und die Negativspirale geht immer weiter. Ergebnis davon ist Passivität, Lethargie, man gibt sich den negativen Umständen dann einfach hin. Bei Nova konnte man im Ansatz einen solchen Prozess beobachten. Tag 2 am Morgen. Also ich gehe jetzt gleich mich kurz waschen, dann trinke ich was und dann habe ich vor, ein Feuer zu machen. Und Tag 4 am Morgen. Ich versuche zu schlafen jetzt oder zu ruhen, was auch immer. Was soll ich denn sonst machen, ey? Oder hier auch Sabrina in der Nacht, bevor sie abgebrochen hat. Der Tag ist super entspannt gestartet, super lazy irgendwie. Hab irgendwie viel geschlafen. Eines der ersten klassischen Experimente hierzu, und danach sind noch viele, viele weitere gefolgt, ist von Kurt Richter aus den 60er Jahren, der Ratten in ein Wasserbecken geworfen hat, aus dem sie sich alleine nicht mehr befreien konnten. Ja, solche Experimente waren in den 60er Jahren leider normal. Die eine Hälfte hatte kurz zuvor eine Lernerfahrung gehabt, in der sie Kontrolle über die Situation hatten. Die andere Hälfte hingegen hatte eine Erfahrung, in der sie keine Kontrolle hatten. Die erste Gruppe hat teilweise bis zu 60 Stunden in diesem Wasserbecken fleißig ums Überleben gepaddelt und die andere Hälfte hat, schätzt mal, spontan in die Kommentare, wie lange haben die durchgehalten? Durchschnittlich nur 15 Minuten. Wow. Nur eine einzige Erfahrung davor macht diesen Unterschied. Hä, aber dann basiert es doch wieder auf Erfahrung, auf externen Umständen, darauf, was uns passiert, ob wir eine internale oder externe Kontrollüberzeugung entwickeln. Ein Stück weit stimmt es, deswegen sprechen Psychologen auch von der sogenannten erlernten Hilflosigkeit, bei welcher diese Negativspirale, wenn sie immer weitergeht, in Extremfällen sogar zu Depressionen führen kann. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es gibt auch eine Aufwärtsspirale. Wir haben Einfluss auf unsere Überzeugung, wie viel Einfluss wir auf eine Situation haben. Macht das Sinn? Falls ja, um in eine solche Aufwärtsspirale zu kommen oder zu bleiben, hilft Folgendes. Otto? Also quasi sich von den äußeren Gegebenheiten nicht ablenken zu lassen, sein Ziel, was ich im Kopf habe, zu 100% zu folgen. Und zum Beispiel für mich war klar, die Mission bei Seven Years Wild jetzt zum Beispiel war, 7 Tage durchkommen, Punkt. 7 Tage, also im Kopf gar nicht erst, es wäre gut, wenn ich so und so weit komme, mal gucken, was passiert. Sondern die Missionen sind 7 Tage. Also ein Ziel dahin zu hängen, zu sagen, das ist das Ziel und nichts anderes. Also einmal sich ein sehr, sehr klares, übergeordnetes Ziel zu setzen und das die gesamte Zeit im Blick zu haben. Und, wie wir eben schon gelernt haben, das dann immer wieder ins Jetzt zu übersetzen. Also was bedeutet das jetzt gerade ganz konkret für mich? Was mache ich in den nächsten 3 Minuten? Was ist der Mini-Teilschritt, den ich jetzt als allererstes angehe? Was einem Menschen auch ein Gefühl von Stabilität, Struktur und dadurch Kontrolle geben kann, sind Routinen.
geregelte Abläufe, Gewohnheiten. So, dann würde ich sagen, ist es wieder Zeit für den allmorgendlichen Formcheck. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das Fotografieren erstmal hinten anzustellen und meiner täglichen Routine nachzugehen, nämlich Strand absuchen. Und das kann wirklich alles Mögliche sein. Und beim Sonnenuntergang weiß ich immer, dass einer auf mich wartet. Sascha! Bei Depressiven zum Beispiel auch eine sehr effektive Methode, einfach zu sagen, steh jeden Tag zur gleichen Uhrzeit auf. Das gibt einem ein Kontrollgefühl zurück. Der nächste Punkt, grundsätzlich aktiv zu bleiben. Einmal, weil du deinem Kopf damit das Signal sendest, dass du immer noch über die Situation entscheidest, also was passiert, auch wenn es so absurde Sachen sind wie: Wir tanzen nackig im Regen. Oder ich gehe mal ein bisschen so in die Mangroven rein. Auf der anderen Seite ist aktiv sein unheimlich wichtig, weil dadurch die Otto, willst du gerade was sagen? Vielleicht was Schönes? Man sagt ja so schön, Motion creates Emotion. Also Bewegung kreiert Emotionen. Wenn ich jetzt wie, nimmt man wieder Beispiel Seven vs. Wild, in so eine Lethargie verfalle, weißt du? Oh, es regnet, ist kalt, ist nass. Wenn ich dann aufstehe, mich bereit mit einem richtig guten Körperspannung arbeite, mal einen Schrei loslasse oder irgendwas, lädt mich das sofort wieder auf. Das klingt irgendwie ganz irre. Es ist aber tatsächlich nicht irre. Unzählige Studien und auch Metastudien zeigen das. Bewegung führt neurophysiologisch zu einer Ausschüttung von Hormonen wie Dopamin, Noradrenalin, Serotonin, alles Glücksgefühle. Außerdem wird unsere Leistungsbereitschaft erhöht. Tendenziell werden Ängste verringert und auch depressive Symptome wie Grübeln. Wir fühlen uns also einfach gut. Wir fühlen uns wirksam. Wir haben Kontrolle. Aber schöner als Sascha hätte ich es nicht formulieren können. Man darf nicht einrosten. Man darf nicht aufhören, Dinge zu machen. Okay, soweit erstmal. Wir haben jetzt hauptsächlich über das Kognitive gesprochen, aber unsere Emotionen spielen offensichtlich ja auch eine wichtige Rolle. Was Joris für eine Gefühlsachterbahn durchmacht, das fällt mir bei keinem anderen auf, oder? Geil. Ich hab keinen Bock. Geil. Ich hab so Bock. Ich hab ehrlich gesagt gar keine Lust. Es macht einfach Spaß. Ich kann nicht mehr. Ich bin echt am Arsch. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Anstrengend. Geil. Also mal schauen, was wir hier beeinflussen können. Erstmal schlechte Nachrichten. Negatives wird von unserem Gehirn schneller wahrgenommen, dann intensiver erlebt und danach leichter erinnert als Positives. Dieser Befund wird auch als Negativitätsbias bezeichnet. Hä, und warum ist das negativ? Ich mag negativ sein. Wenn man irgendetwas bewertet, beispielsweise die Lage beim Überleben, und man während dieser Bewertung negative Emotionen erlebt, wird die Bewertung selber auch negativer. Dieses Phänomen nennt man Stimmungskongruenzeffekt. Und obwohl beispielsweise Knossi so positiv ist und so viel richtig gemacht hat, kann man bei ihm an einer Stelle dieses Phänomen wunderbar beobachten. Als erstes ist alles normal. Ich habe echt eine Axt gebaut, Alter. Das hätte ich in meinem Leben nicht gedacht. Ey, das gibt's nicht, dass ich echt eine Axt gebaut habe. Also, je nachdem, was man unter normal versteht. Und dann scheitert er das erste Mal an einer Challenge. Wer macht solche Aufgaben? Warum? Wo ist der Sinn dahinter? Einfach die Leute quälen. Nur die Challenge ist in erster Linie der Grund für seinen Stimmungswechsel, aber auf einmal blickt er mit dieser schlechten Laune auf die Gesamtsituation und es folgt sein Tiefpunkt. Alles ist einfach nur scheiße. Ich will jetzt auch heim. Es ist ja schön hier und alles, aber ich bin halt nur dreckig. Man stinkt wie ein Schwein. Es ist alles versifft. Man schläft, dann regnet's. Man schläft überhaupt fast gar nicht. Ich will meine Freundin sehen. Dieser Rhythmus geht mir auch auf die Eier. Ab Mittag kann ich hier unten nicht mehr sein. Dann die Zahnschmerzen. Und eine sehr zentrale Bewertung ist ja auch immer, schaffe ich es zu überleben oder nicht? Und wenn man das negativ bewertet, ist man sehr schnell beim Thema Pessimismus, sprich keine positiven Erwartungen und Hoffnungen. Und das kann wortwörtlich der Tod für einen sein. Schauen wir direkt mal auf das Gegenteil, Optimismus und alle nachgewiesenen positiven Zusammenhänge. Und ihr sagt mir dann, ob das theoretisch für ein Überlebensszenario hilfreich sein könnte, okay? Also, Durchhaltevermögen, Problemlösefähigkeiten, Anpassungsfähigkeit, körperliche Gesundheit, Immunabwehr, weniger Schmerzempfinden, Verarbeitungsgeschwindigkeit von neuen Information, Bewältigungsstrategien und Resilienz. Also, was sagt ihr? Perfekt. Also, was können wir tun für mehr Optimismus und mehr Positivität wie bei einem Sascha? Ich würde direkt dich fragen, Otto. Was hilft dir? Wie schaffe ich Positivität? Vor allem natürlich auch mit verschiedenen Übungen. Was mache ich abends? Hinzugehen und zum Beispiel zu sagen, drei Dinge oder mir aufzuschreiben, drei Dinge, für die ich dankbar bin an diesem Tag. In der Psychologie wird genau das als Benefit Finding bezeichnet. Aber es gibt da unzählige Begriffe für, zum Beispiel in der US-Armee wird das Ganze Hunt the Good Stuff genannt. Und für Otto selber bei Seven vs. Wild sah das Ganze dann so in der Praxis aus. Der hat, sag mal, wirklich
schön. Mangrovenbesichtigung, eine Menge gesehen, Ebbe, Flut richtig besichtigt, viele Tiere beobachtet, einfach die Natur genossen. Genauso auch bei Fritz. Es passiert ihm etwas Negatives und er sieht direkt auch zusätzlich das Positive, die letzten zwei Tage. Das ist der erste richtige Sturzregen. Und toi, 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 hatte ich die letzten zwei Nächte nicht. Ein weiterer Punkt, ganz bewusst Erfolge zu feiern, auch wenn es nur kleine Erfolge sind. Das gibt uns Positivität, Hoffnung für die Zukunft und passend zu eben auch ein Gefühl von Kontrolle. Süßwasser! Süßwasser! Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Da tropft's! Es tropft! Yes, Leute! Es tropft. Und mit der wichtigste Punkt ist tatsächlich wieder die kognitive Bewertung einer Situation, beziehungsweise die Umbewertung, in der Psychologie auch bekannt als Reframing. Ich entscheide, aktiv oder passiv, worauf ich in einer Situation meine Aufmerksamkeit lege, wie ich eine Situation interpretiere oder welche Bedeutung ich einer Situation zuschreibe. Und je nachdem werde ich automatisch emotional reagieren. Ein sehr schönes Beispiel war hier der Regen. Entweder Tür A. Ich habe die ganze Zeit nur darüber nachgedacht, wenn das nicht aufhört, dann schaffe ich die Nacht nicht. Und ich wünsche mir so sehr die Sonne, dass die rauskommt. Ich hab so Bock, diesen Knopf einfach zu drücken. Dann wäre es einfach vorbei. Oder Tür B. Wo bin ich hier gelandet? Yes! Let's go! Juhu! Ah, scheiß drauf, Freunde! Nutzen wir das Ganze doch für ein bisschen Körperhygiene. Mach nicht immer den Mund zu. Lächel mal. Nicht immer nur oh. Genau hier gibt es noch eine Meisterdisziplin, denn nicht wie weitläufig angenommen reagieren wir Menschen auf Bedrohungen oder auch auf Stress ausschließlich mit einer Fight- oder Flight-Reaktion, sondern... Verdammt, wie war der Text nochmal? Shit, Text vergessen. Oh, shit, 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 nein. Ich will irgendjemanden boxen jetzt, oder? Nee, ich laufe lieber weg. Wir Menschen und unsere körperlichen Reaktionen sind tatsächlich komplexer. Es gibt zum Beispiel auch die sogenannte Challenge Response oder im Deutschen Herausforderungsreaktion. Bedeutet, ich habe zwei Möglichkeiten, die Seven vs. Wild Situation entweder als Bedrohung zu sehen. Sehr gruselig, besonders so, man kennt ja so Tropenstürme und sowas irgendwie vom Hörensehen. Aber sowas mal selber mitzuerleben, dass halt so ein krasses Gewitter mal ist und man halt eigentlich ausgeliefert ist. Oder als Herausforderung, an der ich lernen kann, an der ich wachsen kann, an der ich meine Komfortzone erweitern kann. Mich pusht einfach die Challenge. Ich brauche das. Die Challenge, die brauche ich, die liebe ich und die motiviert mich halt auch. Da wenn es regnet, scheiß auf einen Gegenstand. Da gibt es echt beeindruckende randomisierte Manipulationsstudien zu, bei denen diese kognitive Bewertung, also Bedrohung oder Herausforderung, darüber entscheidet, wie unser Körper reagiert. Also Herzschlag, Blutgefäße, welche Hormone freigesetzt werden. Und die Herausforderungsreaktion hat das alles als nachgewiesene Folgen. Also mehr Motivation, Handlungsenergie, Durchhaltevermögen, bessere Leistung und buchstäblich eine größere mentale Stärke. Und Knossi liefert hier ein wunderbares Beispiel. In der allerletzten Nacht spricht er 1:1 genau davon. Ist auch geil, dass jetzt einfach noch eine Qual wird. Man muss sich jetzt durch noch eine Nacht quälen. Das ist einfach geil. Ich habe es irgendwie umgedreht in, boah, alles hart, in... Das muss so sein, das ist wichtig. Wenn wir das jetzt alles so sehen, natürlich darf trotzdem Negatives hochkommen, wird es eh. Aber all diese Dinge helfen dennoch, optimistisch, hoffnungsvoll, positiv über die Zukunft zu bleiben. Was essentiell ist, um sich nicht selber aufzugeben oder im allerschlimmsten Fall den eigenen Tod einfach zu akzeptieren. Wenn man jetzt nochmal alles sieht, seht ihr erstmal, dass ich mich heute vor allem auf die Dinge bezogen habe, die man kontrollieren kann. Aber über Persönlichkeit, Gene, Vorerfahrungen, aber auch Einsamkeit, Isolation kommen nochmal weitere Videos. Lasst gerne ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Auf jeden Fall muss ich euch leider auch noch sagen, dass all diese Sachen ziemlich anstrengend sein können. Gerade wenn wir es nicht gewohnt sind, müssen wir uns dafür erstmal bewusst entscheiden, gegebenenfalls sogar dazu zwingen. Gerade wenn man keinen Bock hat, irgendwie gerade zum Beispiel auf Benefit-Finding. Aber mit der Zeit wird diese Art und Weise des Denkens so weit trainiert, dass sich die Synapsen in unserem Gehirn verändern, Neuroplastizität und so, und all das automatisch abläuft. Und das auch im Schul-, Studiums- und Arbeitsalltag. Yeah! Ich würde sagen, die letzten Worte überlasse ich heute Otto. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deinen sehr, sehr wertvollen Input. Checkt unbedingt seinen Kanal ab. Und Otto, du hast doch sicherlich noch einen weisen, abschließenden Spruch parat, oder? Beim KSK zum Beispiel sagt man so schön, der Wille entscheidet. Und der Wille findet im Kopf statt. Nicht, wer das krasseste Muskelpaket. Nein, sondern der Wille entscheidet. War nur Spaß. Natürlich habe ich das letzte Wort.